Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einer neuen Regelerklärung und zwar zu dem Spiel Coyote. Wie immer gibt es hier die ausführliche Anleitung inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Hier noch ein paar Infos. Ab 10 Jahre, 3 bis 6 Spieler und ca. 20 Minuten. Hierbei handelt es sich um ein tolles Bluffspiel. Hier könnt ihr eure Mitspieler richtig schön hinters Licht führen. Aber verlieren wir keine Zeit und legen gleich los. Auf geht's! Kommen wir kurz zum Spielmaterial und Ziel des Spiels. Wir haben einmal die Spielkarten, dazu aber später nochmal mehr. Dann haben wir die Augenkarten, die gibt es auf der einen Seite offen, auf der anderen Seite geschlossen. Und dann haben wir noch eine Kojotenkarte, die ist für eine Variante da, dazu aber später mehr. Zusätzlich haben wir dann noch für jeden Spieler Aufsteller. Ziel des Spiels ist es, als Letzter im Spiel zu sein. Nach und nach verlieren die Leute diese Augenkarten und wer dann keine mehr hat, scheidet aus und wer zuletzt überbleibt, gewinnt das Spiel. Kommen wir jetzt zum Spielaufbau. Jeder Spieler nimmt einen Kartenhalter und platziert ihn vor sich. Anschließend bekommt jeder 3 Augenkarten, 2 davon offen und 1 geschlossen. Die übrigen Augenkarten kommen wieder in die Schachtel zurück. Dann mischen wir die Spielkarten und legen sie kurz beiseite. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Coyote wird über mehrere Runden gespielt. Zu Beginn einer Runde zieht jeder Spieler eine Karte, ohne sich dabei die Vorderseite anzuschauen, und steckt sie sich in seinen Kartenständer. Achtet darauf, dass die Karte aufrecht steht und nicht verkehrt rum. Und zu guter Letzt packt ihr eine verdeckte Karte in die Tischmitte. Ich sehe jetzt zum Beispiel nur diese Karte und diese Karte. Meine eigene Karte und die in der Mitte sehe ich nicht, die anderen dementsprechend auch so. Der jüngste Spieler startet und muss in seinem ersten Zug ein Startgebot abgeben. Dazu schaut er sich die Karten der anderen Spieler an und überlegt, was für einen Gesamtwert alle diese 5 Karten haben könnten. Also diese, 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 diese und diese Karte. 3 sind ihnen bekannt und 2 unbekannt. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall wissen, was für Karten gibt es denn überhaupt. Wir haben einmal eine 20, eine 15, dann die Karten von 10 bis 0, eine minus 5, eine minus 10 und 2 Sonderkarten, Max 0 und Fragezeichen. Dazu kommen wir aber später nochmal genauer. Jede Karte ist nur einmal im Spiel vorhanden. Mithilfe dieser Übersicht kannst du grob einschätzen, was für Zahlenwerte noch im Spiel sein könnte. Wir zählen mal zusammen. 5, 2 und 9 macht schon mal zusammen 16. Und die beiden Zahlen kennen wir nicht. Also könnten wir einfach mit 16 starten. Natürlich kannst du auch bluffen und extra hoch ansagen, um deine Mitspieler in die Irre zu führen. Nach mir ist dann der nächste Spieler dran. Er kennt seine eigene Karte nicht, kennt dafür aber meine und die anderen beiden. Immer wenn ein Spieler an der Reihe ist, muss er entweder das Gebot erhöhen, sprich meine 16 erhöhen, zum Beispiel 17, oder meine Zahl anzweifeln. Wenn man erhöht, läuft das Spiel weiter im Uhrzeigersinn, bis einer anzweifelt. Kommen wir jetzt zur Erhöhung bzw. Anzweifeln. Aber zuerst die Erhöhung. Sage eine beliebige höhere Zahl als der vorherige Spieler an. Zum Beispiel, ich hatte 16 gesagt, der zweite Spieler sagt zum Beispiel 17. Der dritte Spieler sagt zum Beispiel 18, der vierte Spieler sagt 20. Ich könnte dann auch wieder erhöhen und so geht es weiter, bis einer es anzweifelt. Kommen wir jetzt zum Anzweifeln. Anstatt zu erhöhen, kannst du auch das vorherige Gebot anzweifeln. Kommen wir zu diesem Beispiel. Er war ja bei 20 und anstatt dass ich erhöhe, sage ich 20 zweifle ich an. Damit forderst du den vorherigen Spieler heraus und behauptest, dass die Gesamtzahl niedriger ist als 20, die er ja gesagt hat. Deck dafür alle Karten auf, inklusive deine und die aus der Tischmitte. Jetzt addiert ihr alle 5, 7, 16, 24, 27. Sollte hier eine Sonderkarte dabei sein, dazu kommen wir gleich. Ist der Gesamtwert aller Karten gleich oder höher als die Ansage von ihm, hat er gewonnen und ich lag falsch. Und stimmt ja, er hat 20 gesagt und hier insgesamt sind 27. Ist der Gesamtwert niedriger als das vorherige Gebot, sprich das wäre zum Beispiel nur 19 und das Gebot 20, dann hätte er verloren und ich gewonnen, weil ich erfolgreich es angezweifelt habe. Aber in diesem Beispiel habe ich angezweifelt, verloren und er
gewonnen. Der Gewinner dreht, falls möglich, ein geschlossenes Auge auf ein offenes Auge. Und der Verlierer muss eine seiner Karten in die Schachtel packen. Ganz wichtig, solltest du keine Augenkarten mehr haben, scheidest du aus dem Spiel aus. So, jetzt endet die aktuelle Runde. Jeder gibt seine Karten zurück und alle Karten werden neu gemischt. Der Verlierer der Herausforderung, in dem Fall ich, teilt jedem eine Karte aus, packt wieder eine verdeckt in die Mitte und beginnt mit seinem Startgebot. Spielende. Das Spiel läuft wie beschrieben weiter, bis alle ausgeschieden sind, bis auf einen Spieler und dieser Spieler gewinnt. Sprich zum Beispiel, er verliert alle Augen, er verliert alle Augen, er verliert alle Augenkarten und ich habe noch zwei, ich bin der Gewinner. Kommen wir jetzt zu den zwei Sonderkarten und der Funktion Spähen, die wir mit den Augenkarten durchführen können. Die beiden Sonderkarten haben keinen festen Zahlenwert. Das Fragezeichen, nachdem alle Karten aufgedeckt wurden, ersetzt ihr diese Karte durch die oberste Karte vom Stapel, sprich so, und zählt dann die 3 zum Ergebnis dazu. Diese Karte verändert den Wert der höchsten Zahlenkarte auf 0. Also in unserem Fall wird die 6 zu der 0. Und sollten beide Karten im Spiel sein, wird zuerst das Fragezeichen abgearbeitet und danach die Max 0. Kommen wir jetzt zur Fähigkeit Spähen. Hast du mindestens eine Augenkarte vor dir liegen mit einem offenen Auge, darfst du ihre Spezialfähigkeit zu Beginn deines Zuges nutzen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du drehst das offene Auge auf geschlossen und darfst dir dann die Karte aus der Tischmitte verdeckt anschauen, sodass nur du sie siehst. Dann packst du sie wieder hin. Und anschließend musst du ein Gebot abgeben. Du darfst nicht anzweifeln. Ein Gebot abgeben. Ganz wichtig. Und auch noch wichtig, der Startspieler darf in seinem ersten Zug nicht spähen. Sprich, wenn ich Startspieler bin, darf ich nicht spähen. Der zweite Spieler darf aber schon spähen, der dritte, vierte auch. Und wenn ich wieder dran bin, darf ich auch spähen. So, das war die ausführliche Regelerklärung zur Coyote. Wenn ihr das Spiel schon oft gespielt habt, könnt ihr einfach mal die Trickser-Variante ausprobieren, wofür ihr die Coyotenkarte braucht. Auf Seite 6 findet ihr eine kurze Anleitung dazu, schaut sie euch an und habt Spaß mit der Erweiterung. Wenn ihr noch mehr Regelerklärungen zu neuen, alten Spielen oder Klassikern braucht, schaut hier oben in die Infobox, da findet ihr eine Menge Regelerklärungen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.